Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr sehen könnt, sind irgendwie schon alle um mich herum total bekloppt geworden. Jeder will hier irgendwas von mir und wir stehen einfach so im Regen. Aber hallo, hier bin ich. Wir haben ja zwei Sachen, die wir jetzt auf jeden Fall noch machen wollen. Damit wir mit der Story weiterkommen, hatte ich ja schon vermutet, müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall mit dem... wie heißt er jetzt nochmal? Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Der oben am, der von Die Schön und das Biest. Gaston hieß er, glaube ich, ne? das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge machen, weil wir haben ja hier noch zwei Sachen. Ich denke mal, dieser selbstgemachte Kleber wird wahrscheinlich auch zu ihm gehören. Aber ich denke, dass seine Quest etwas länger ist. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier dieses Schild für Abrissgebäude loswerden. Und deswegen werden wir jetzt erstmal mit Dagobert sprechen. Einen schönen Tag noch. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, das müsste dann neue Unternehmungen und Abenteuer sein. Nee, Wiederaufbau des Tals. Oh Leute, ist das jetzt euer Ernst? Freundlich. Da hat man einmal nicht geguckt, wie die Quest heißt. Schild für ein Abrissgebäude. Aber das ist ein rosane Quest. Also das müsste das ja eigentlich... sein. Gib ihm das für das Abrissgebäude. Steht denn dein Name drin? Nö. Ah doch, neue Unternehmung und Abenteuer. Ach, okay, sehr gut. Eve. Nein, och, Eve, was machst du denn jetzt hier? Wieso bist du denn jetzt? Ich will doch nur mit Dagobert reden. Also, das ist dann das hier. Aber wieso haben wir dann jetzt hier noch eine rosane Quest? Ich bin jetzt hier total verwirrt. Also erstmal neue Unternehmung und Abenteuer. Das soll ja anscheinend das... genau, das Schild hier sein, so. Oh Gott. Was ist das? Bringst du mir jetzt Müll mit, Gameplayerin? Du wirst es nicht glauben. Ich habe auf der Insel der Ewigkeit noch einen deiner Läden gefunden. Er hatte dieses Schild. Das könnte eine großartige Gelegenheit sein. Schön zu hören, dass du an neue Unternehmungen denkst, Gameplayerin. Aber das hier ist nicht gerade neu. Ich fürchte, selbst die besten Geschäftspläne sind nicht immer ein voller Erfolg. Dieser Laden war einer meiner wenigen Misserfolge. Wieso? Bei der Eröffnung eines Geschäfts gibt es eine Menge zu beachten. Das richtige Timing ist eins der wichtigsten. Ich habe den Laden früh eröffnet und zu spät. Nicht lange nach der Entdeckung der Insel der Ewigkeit, als die ersten Dorfbewohner sich dort niederließen. Waren die Leute mehr daran interessiert, die Landschaft zu bestaunen, als einzukaufen. Dann begann das Vergessen. Also beschloss ich, meine Verluste zu minimieren. Aber vielleicht... Lass uns einen Blick auf den Laden auf der Insel der Ewigkeit werfen. Dann entscheide ich dort, was gemacht wird. Auf Wiedersehen und bis bald. Das ist aber die falsche Richtung, oder? War der nicht hinten? Nein, sprich mich nicht an. Ach nee, der war doch hier. Was habe ich denn hin? Ach nee, das war das von Remi, ne? Hallo? Hallo! Ich muss schon sagen, Gameplayerin, ich verstehe, warum die Leute mehr an der Landschaft als an meinen Laden interessiert waren. Die Landschaften hier rauben dir fast den Atem mit all den Ruinen. Aber wir reden nicht über Sightseeing, sondern über den Zustand meines ehemaligen Ladens. Das Gebäude braucht einen neuen Anstrich und der Innenbereich noch viel mehr. In diesem Zustand kann ich keinen Laden eröffnen. Eine Verschönerung des Gebäudes. Ich helfe dir gern. Nein, bitte keine Edelsteine. Nein, 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 nein. Warum auch Perlen? Ich habe doch fast keine Perlen. Und das ist auch gut so, Gameplayerin. Du musst etwas Quarz, Kupfer und einige Perlen für mich sammeln. Das kann ich dir besorgen. Ich bin mir sicher, dass ich Quarz und Kupfer in den Bergbaufelsen im Land der Uralten finden kann. Wobei, die müsste ich eigentlich haben. Kupfer habe ich ganz viel, Quarz müsste ich eigentlich auch noch gut haben. Und ich glaube, ich habe ein paar Perlen in der Erde glänzen sehen. Ich wette, ich kann viele Perlen finden, wenn ich nur ein bisschen herumgrabe. Nein, viele nicht, aber man findet mit der Zeit Perlen. Freundlichen Dank. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe so lange gebraucht, um... Was waren das? 3 Perlen oder 5 Perlen zu finden und jetzt soll ich 24 finden? Ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Wieso habe ich eigentlich nur... Achso, ich muss das im Inventar haben. Okay, ich verstehe. Okay, Kupfer habe ich auf jeden Fall genug. Quarz müsste ich theoretisch auch noch genug haben. Aber wie gesagt, also Perlen habe ich definitiv nicht genug. Schnell, komm her! Sonst kommen wir zu spät. Halt die Klappe. Ich wollte gerade was erklären. So, ich wollte nämlich mal kurz zeigen, wenn ich denn irgendwann meine Schaufel finde, dass man diese, ja, ich sag mal, diese Steine hier nämlich mit der Schaufel, mit der verbesserten Schaufel wegmachen kann. Und dann bekommt man nämlich hier diese Sachen. Das ist Plastikschrott. Da habe ich jede Menge schon mittlerweile von weggemacht, wie ihr sehen könnt. Also es kommt nicht jedes Mal Plastikschrott mit raus, aber es ist ganz gut. Ja, unterbrecht mich doch nicht immer alle, wenn ich was erkläre. Das habe ich nämlich in der letzten Folge nicht mehr gezeigt. Das hatte ich vergessen, beziehungsweise erst danach dann auch festgestellt. Ja, also ich gebe zu, ich kann jetzt definitiv nicht die Aufgabe machen, ohne zu cutten. Ich habe aber nicht so viel Zeit und ich muss ganz, ganz dringend eine neue Aufgabe... Ey, wieso ist das so schnell weg? Eine neue Aufnahme machen, damit ja alle zwei Tage das Ganze wirklich hochgeladen werden kann. Das heißt, ich muss wohl oder übel jetzt doch eine andere Aufgabe machen und kann jetzt nicht diese Aufgabe machen. Die müssen wir dann so ein bisschen vor uns hinschieben. Ich mache das hier nochmal kurz. So, da seht ihr nämlich auch wieder einmal Plastikteile. Also es kommen halt nicht immer so viele Plastikteile dazu. Aber er hatte doch auch noch einen Garten in der Wüste. War das das hier? Das waren aber nur Tipps. Ist das blöd. Ganz ehrlich. Obwohl, da kriegen wir auch 250. Hier kriegen wir zum Beispiel gar nichts. Sonst würde ich sagen, nehmen wir das erstmal als aktive Aufgabe, weil dann sind wir ja, ne, jetzt mit Dagobert machen wir dann weiter, wenn ich ihn denn finde. Und hier vorne sehe ich noch was. Achso, da hinten ist er. Wo wir auf jeden Fall wieder Punkte für kriegen. Ach, Punkte! Ich habe doch auch wieder gesammelt. Über 6000 habe ich. Das heißt, wir können auch wieder einen neuen Bereich gleich frei machen. Hallo! Sonst kommen wir zu spät. Wohin zu spät? Mann! Wiederaufbau des Tals. Beginne deine Aufgabe. Ich glaube, diese Rosanen waren immer die Hauptaufgaben. Ich habe zu lange nicht mehr gespielt, ich gebe es zu. Es gibt einen Ort im Dorf, mit dem ich noch nie einen Kreuzer verdient habe. Das vergessene Land. Vielleicht könntest du es ein wenig verschönern. Keine Sorge, wenn ich im vergessenen Land fertig bin, wird es einer der schönsten Orte in ganz Dreamlight Valley sein. Weiß ich nicht. Es sieht ja eher so dschungelmäßig aus. Ja. Ne? Wenn jemand diesen Ort in eine lukrative Immobilie verwandeln kann, dann bist du es, Gameplayerin. Auf Wiedersehen und soll ich bis dir machen? Bald. Hallo? Nicht auf Wiedersehen, was soll ich dir machen? Ich hoffe, hier gibt es keine Raufbolde. Stelle 10 Möbelstücke, genau. 10 Möbelstücke auf. Vergessenes Land ist das Ganze hier, ne? Nicht, dass ich jetzt hier wieder was Falsches sage. Hier bin ich im Land der Uhr. Also ich kann überall was aufstellen. Also stelle ich die Dinger einfach hier unten hin. Dann ist die Aufgabe erledigt. Und dann kann ich sie wieder wegstellen. Trick 17. Haben wir von irgendwas... Ja, wir haben Stühle. Sehr schön. Also, rechte Maustaste war das, ne? Nee. Kann ich nicht mehrere gleichzeitig hinstellen? Echt nicht? Muss ich die immer wieder... Oh, das ist ja blöd. Also kann man da nicht einfach Shift-Taste oder sowas drücken? Oder kann man das und ich hab's übersehen? Alles rückgängig machen? Nö, kann man nicht. Es ist wirklich blöd. Also das wäre wirklich mal eine Anregung von mir an das Team von Disney, dass man irgendwie die Shift-Taste gleichzeitig drücken kann oder so, damit man halt mehr hinstellen kann. Dekoriere das vergessene Land. Ich habe jetzt 10 Möbelstücke hingestellt. Okay, jetzt verwirrt ihr mich. Ach, Moment. Das vergessene Land. Nein, das ist doch jetzt die andere Karte, oder? Ach, die können wir uns jetzt von hier aus auch nicht angucken. Ach, nein. Ach, das ist doch doof. Wieso kriegen wir hier denn Quests, die mit der anderen Karte zu tun haben? Ja, dann müssen wir die wieder wegtun. Aber ich will doch gar keine Quests in einem anderen... Oh, das ist doof. Das habe ich mir selber hier ein Bein gestellt. Hey, Kumpel! Jeder hier hat einen Traum.
Genau. Ja, jeder hat einen Traum, nur ich darf meinen nicht verwirklichen. Ich muss immer irgendwelche komischen Quests kriegen, die überhaupt gar nicht passen, gerade in dem Moment. Moment, schnelle Fortbewegung. Tal. Vergessenes Land. Ja, meine ich doch, dass das im anderen Bereich liegt. Warum müssen wir denn jetzt hier wieder dekorieren? Das hatten wir doch alles schon durch. Das verstehe ich irgendwie nicht. Alles. Robuster Stuhl. Stellen wir die Dinger hier auch mal wieder wie heimblöd alle so nebeneinander einigermaßen. So, ich meine, ich finde es ja gut, dass man die Sachen dann hinstellen und danach dann wieder abreißen kann, damit es dann wieder schöner aussieht. Dass man sich da jetzt keine Gedanken machen muss, was muss ich jetzt da reinstellen, was sieht jetzt gut aus oder so, um die Aufgabe zu beenden. Hier, ich mache eine Schule auf. Hier können sich alle Schüler hinsetzen. Wo ist Dagobert denn jetzt? Der ist jetzt wieder nicht hier, oder? Bei meinem Glück ist der jetzt noch auf der anderen Karte. Dagobert, du alter Funz, du. Ne, der ist da. Moment, dann reise ich mal eben dahin. Zack. Jetzt muss ich da hinreisen, mit ihm sprechen und dann muss ich wieder zurückreisen und das wieder abreißen. Das ist doch doof. Ach, hier habe ich die Dinger von meinen Ostereiern gehabt. Sehr schön. Ich muss mit dir sprechen. Sei gegrüßt, Nachbar. Vollständig, genau. Du hast im vergessenen Land ein Wunder vollbracht, Gameplayerin. Ja, ich habe 10 Stühle hingestellt. Das wird eine ganz neue Einnahmequelle sein. Was? Will er jetzt wirklich eine Schule öffnen? Dreamlight Valley kann von Glück reden, dass wir dich haben. Unsere Wirtschaft blüht. Das geht weg wie warme Semmeln. Ja. Das war's jetzt, oder was? Die mich hier veräppeln. Vor allen Dingen, wieso stehen jetzt hier durcheinander die ganzen Büsche mit den Eiern rum? Die habe ich doch alle zusammen hingestellt. Was ist hier aus meinem Land geworden? Es sieht hier aus wie das letzte gerade aktuell. Ich habe doch meine ganzen... Das steht hier vor allen Dingen mitten im Weg rum. Haben wir neue dazu bekommen? Also jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Ich habe die ja alle so schön sortiert gehabt. Oder haben die mir die... Die waren doch hier, oder nicht? Haben die mir die weggenommen? Oder haben die einfach woanders hingestellt? Ich bin jetzt wirklich etwas verwirrt. Wieso kann ich die jetzt... Wieso kann ich die nicht mehr aufnehmen? Hä? Weil ich auf Möbel stehe. Oder warum? Garderobe, Inventar. Bin ich doof? Ich habe doch sonst auch immer auf Möbel gedrückt und habe das weggeschoben. Ja, hier kann ich die doch... Wieso kann ich das nicht, wenn ich weiter... Jetzt kann ich es wieder machen. Muss ich das verstehen? Und wieso sind die nicht mehr geordnet, so wie die mal geordnet waren? Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die da unten gestanden haben. Aber die haben definitiv nicht hier mittendrin gestanden. Ich habe die ja alle sortiert und ich weiß, hundertprozentig, ich hatte... Diese Büsche mit den Eiern hatte ich auf jeden Fall wegsortiert. Warum die jetzt hier oben wieder stehen? Das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass die weggespawnt sind. Also, dass die nicht mehr drin sind, sobald Ostern quasi vorbei ist. Was aber auch unlogisch ist. Warum spawnen die dann? Ich verstehe es irgendwie nicht. Aber sonst sind die alle noch so geblieben, wie sie waren. Es tut mir leid, dass ich das jetzt mit euch mal eben kontrollieren muss. Da steht auch noch alles so bekloppt rum, wie ich es reingestellt habe. Da ist hier unser Zuckerparadies. Das ist auch in Ordnung. Jetzt weiß ich, wo ich hingehen muss, wenn ich die Kugeln suche. Weil im neuen Bereich finde ich irgendwie nur sehr, sehr wenig Kugeln. Ich weiß auch nicht, ob hier andere Sachen zu finden sind in dem Bereich oder ob man da die gleichen Sachen findet. Nö, das ist tatsächlich nur... Das sind nur diese drei Dinger hier. Anscheinend spawnen die immer weg, wenn kein Ostern mehr ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Biest! Ganz ehrlich, was war das? Erschreckt mich doch nicht so. Ach, mit denen kann ich spielen. Mit denen kann ich spielen. Das ist gut zu wissen. Nee, das muss ich jetzt über die Karte machen. Ich muss mir das jetzt irgendwie merken, wie ich was machen kann. Ich glaube, ich will zur Steppe. Ich will eigentlich jetzt... Oh.
Ist ja geil, wenn man ankommt und direkt vor einem liegt dann hier so ein Hügel. So. Aber egal, wo ich hingehe, die Kleine verfolgt mich immer auf Schritt und Tritt. Ich weiß nicht, also irgendwie hat die was Wahnsinniges. Bin ich ganz ehrlich, die hat irgendwas Psychopathisches. Die ist, egal wo ich hingehe, ja, jetzt sehe ich sie gerade nicht. Egal wo ich hingehe, die folgt mir normalerweise. Oh, oh, hallo Schlange. Muss ich dich noch füttern? Dann können wir das jetzt einmal live machen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich die nicht eventuell schon mal gefüttert habe in der letzten Folge. Ach, jetzt bleibe ich wieder an dem Ding hängen, wetten. Ja, natürlich. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal auch, dass ich erstmal dreimal gehen musste und nicht vom Fleck kam, weil ich hängen geblieben bin. An diesen Sanddingern hier. So, ich habe hoffentlich noch Eier. Ja, ich habe noch ein paar Eier. Hier, bitteschön. Ist deine Lieblingsspeise, ich weiß. Aber dich habe ich doch schon als Haustier, oder? Du bist die Falsche. Dich will ich gar nicht mehr. Aber gut, jetzt habe ich natürlich eine gefüttert. Vielleicht wird das irgendwo gerechnet. Ja, jetzt müssen wir das machen, was ich nicht gerne machen möchte. Aber sonst kommen wir nicht weiter, befürchte ich. So durstig. Du, Riesenkrug mit Wasser. Komm her. Ich glaube, du bist sehr dehydriert. Ich hoffe, das heißt umwerfend, gut aussehend. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie seine Originalstimme war, weil ich immer innerlich zugemacht habe, wenn der gesungen oder geredet hat, weil der immer nur so viel Schwachsinn von sich gegeben hat im Film. Entspann dich, okay? Mein Name ist Gameplayerin. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich will dir nur helfen. Ich will nur die Männer mit den weißen Kitteln holen. Du bist echt? Ha, du bist echt. Entschuldigung, aber das hört sich jetzt gerade so an. Warte, ich brauche keine Hilfe. Du brauchst meine Hilfe. Ich helfe nur für Wasser oder Juwelen. Ach, red mir nicht von Juwelen, ich muss noch Perlen besorgen. Dieser seltsame Täuschungszauber braucht ein Juwel. Juwel? Gaston, ich bin auf der Suche nach etwas, das sich Juwel der Zeit nennt. Ach, genau deswegen wollte ich ja mit ihm die Quest machen, genau. Weißt du, wo es ist? Nein. Oder vielleicht. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass die Antwort auf dem Grund eines kalten, erfrischenden Getränks liegt. Gaston, ich weiß, dass du Durst hast und ich werde dir helfen. Aber ich brauche auch deine Hilfe. Die ganze Insel der Ewigkeit steht auf dem Spiel. Du musst dich zusammenreißen. Erbsen? Zuckererbsen? Oh, ich würde auf der Stelle Gemüse essen. Der muss sehr dehydriert sein. Gemüse? Wie lange bist du schon hier draußen? Wow, das ist schlimmer, als ich dachte. Ja, das ist genau das, was ich gedacht habe. Ich kann nicht reden. Zu doof. Zu ausgedörrt. Ich werde immer schwächer. Wenn ich nur ein paar von diesen grünen Stachelblättern hätte. Grüne Stachelblätter? Ach so, Aloe Vera? Du weißt schon, leckerer als ein Kaktus und genauso voll mit Wasser. Leckerer kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich die Pflanze nur als Kosmetika kenne. Ne? Also so für Cremes zum Einreiben und so weiter. Aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Gaston. Oh, und zum Abschluss des Gerichts... Eine dieser protzenden, spinnenartigen Kreaturen, die im Treibsand leben. Skorpione? Und diese kleinen, braunen, süßen Rosinendinger. Nein, ich hatte einen anderen Gedanken. Diese kleinen, braunen, süßen Rosinendinger. Was meint er denn damit? Okay, ganz klar, ich muss dir zuerst helfen. Ja, das war ja... Klar. Wenn ich das Juwel der Zeit finden will. Ich komme gleich mit dem Essen zurück, das du dir gewünscht hast. Halte durch. Du gehst schon? Wie seltsam. Hat der jetzt so komisch geredet? So wie er? Also so... Ja, ne? So ein bisschen weiblich, sag ich mal. Oder hat der anders geredet? Ich weiß nicht. Wenn ich ihn ansehe, muss ich immer an so einen Rhinoceros denken. Ich weiß auch nicht. Biegsames, spinnenartiges Ding. Ja, aber ich kann ja... Ach doch, Moment. Ich kann doch die Skorpione fangen. Grüne Stachelpflanze.
Achso, vielleicht meint er auch den Kaktus. Aber den kann ich nicht machen. Die einzige grüne Stachelpflanze, die ich wirklich nehmen kann, ist die hier. Deswegen, ja, ja, okay, es ist die richtige. Aloe Vera, sehr schön. Bist du jetzt die gleiche Schlange? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Aufgabe. Ich kann gerade nicht, Eve. Tut mir leid. Ja, such Wolli. Ich bin nicht Wolli. So, biegsames, spinnenartiges Ding. Ich guck mal, ob der mir das anzeigt. Jetzt will ich mit der Kiste rein. Ja, ich habe ganz viele Träume, aber ich komme irgendwie nie dazu, irgendwas mit den Träumen zu machen, weil ich immer die falschen Aufgaben hier bekomme und keine Quests durchführen kann. Skorpion, genau, das war meine. Ja, geh doch daran, komm. Wir haben mal wieder neues Kupfer dabei für unsere tolle Aufgabe, die wir gerade nicht machen können. Moment, dann gehen wir erstmal auf die zweite Etage. Wir gehen auf die dritte Etage, weil das ist ja der neue Bereich. Den habe ich ja nach oben verfrachtet. Biegsames, spinnenartiges... Also spinnenartig kann ich wirklich nur denken, dass der ein Skorpion meint. Das hier... Oder meint der das ein Oktopus? Nee, nee. Ach, hier ist doch das Zeichen dran. Ich bin ja auch doof. Oh, ich kann wieder nicht sehen. Ja, ja. So, einen. Einen habe ich, also beziehungsweise drei hatte ich ja zum Glück schon gefangen. Das ist sehr gut. Dann können wir zumindest die Aufgabe ein bisschen schneller machen. Weil, ne, wir haben jetzt schon sehr viel Zeit verloren in der Zeit, die wir eigentlich, ja, hätten nutzen sollen. Ich weiß, das ist jetzt teils auch mein Fehler gewesen. Das ist immer mein Fehler. Schande über mein Haupt. Moment, die Richtung, ne? Da oben, Moment, da oben ist ein Häuschen, sehe ich gerade erst. Ah. Ist das das Häuschen von ihm vielleicht? Ah ja, da ist auch irgendwas mit... Oh Gott. Okay, dann kriegen wir den Bereich wahrscheinlich frei. Also den müssen wir auf jeden Fall noch freischalten, denke ich mir mal. Aber kommen wir da mit 6000 hin? Ich bin mir nicht sicher. So, Gaston, altes Rhinoceros. Alles tut mir leid, aber ich kann den Kerl einfach nicht ernst nehmen. Das ist einer der dämlichsten Charaktere aus den Filmen, wie ich finde. So ist das besser. Hast du deine Kraft zurück? Ich habe nie meine Kraft verloren, Gameplayerin. Mach dich nicht lächerlich. Einigen wir uns einfach darauf, dass wir uns nicht einig sind. Genau. lass uns Arm drücken. Ach nee, nee, jetzt hat er seine Kraft zurück, ne? Einigen wir uns einfach darauf, dass wir uns nicht einig sind. Ich wieder. Nein, ich stimme dem zu. Was machst du denn hier in Gastonia? Was? Wie bitte? Gastonia? Ja, was glaubst du, wo du hier stehst? An einem Sandsee. In den funkelnden Dünen. Wohl kaum. Das hier ist Gastonia und ich bin der Herrscher. Ich bin schon eine ganze Weile hier, also habe ich beschlossen, dass es einen richtigen Namen haben sollte. Du weißt schon, etwas, das ich mir ausgedacht habe. Was machst du denn hier? Nun, ich habe in meinem Dorf alles getan, was ich wollte. Alle Trophäen gejagt, alle Bürger beeindruckt. Es gab keine waghalsigen Taten mehr, die ich vorbringen konnte, um ihre Anerkennung zu besorgen. Bekommen. Ich fühle mit dir, Gaston. Genauso fühle ich mich in Teso. Da habe ich auch schon alles gemacht, was man machen kann. Ich habe das Gefühl, dass ein Mädchen im Spiel sein könnte. Ja. Irgendwie, ne? Das ist ja furchtbar. Aha. Das stimmt. Ich bin auf der Suche nach dem Juwel der Zeit. Hast du in der Gegend von Gastonia irgendwelche magisch aussehenden Edelsteine gesehen? Nein, aber ich bin auch auf der Suche nach Schätzen. Jede Menge davon. Ich kann dich gebrauchen. Ich bin kein Schatz. Nein, eigentlich habe ich... Hast du Erfahrung als Lakai? Nein, nur als Göttin und Chefin und... Gaston, ich habe es hier mit etwas ziemlich Wichtigem zu tun. Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr. Wenn ich die anderen Juwelen der Zeit nicht finde, könnte die ganze Insel zerstört werden. Das scheint wirklich schlimm zu sein. Aber ist das wirklich schlimmer, als wenn ich Gaston ohne jemand dastehe, der mein Loblied singt und meine Befehle ausführt?
Ich glaube, du hast es mit einem Sonnenstich zu tun. Ja, wenn die Insel zerstört wird, singt niemand ein Loblied auf niemanden. Oh, dann ist das ein Problem. Du brauchst einen Helden, der das für dich in Ordnung bringt. Gut, ich werde es tun. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, wir brauchen Helden. Du, ein Held? Natürlich! Ich werde dir den Weg weisen. Wir beginnen in meinem Lager der Hauptstadt von Gastonia. Weißt du was? Zeig mir den Weg. Ich folge dir zu deinem Lager. Du gehst schon? Wie seltsam. Wie seltsam. Aber die Stimme kenne ich irgendwoher. Nicht von Gaston, von irgendjemandem. Also diese Stimme, die ihn jetzt synchronisiert. Ich weiß nur nicht, woher. Wir sind da. Die Hauptstadt von Gastonia. Toll. Können wir uns jetzt bitte konzentrieren? Was machst du hier in den funkelnden Dünen? Oder in Gastonia? Wenn du dich mit Heldentum auskennen würdest, wüsstest du, dass Helden immer auf Missionen gehen. Oh, ich bin mit Missionen ziemlich vertraut. Seltsam. Du siehst für mich nicht wie ein Held aus. Wie auch immer, als ich zu Hause war und Heldentaten vollbrachte, war mein Lakai Le Fou immer an meiner Seite. Le Fou? Moment, das war so ein kleiner, dünner Typ irgendwie, ne? Lakai? Dieser Le Fou klingt irgendwie wie dein Gehilfe. Gehilfe? Le Fou kann lästig sein, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, ihn als Hilfe zum Gehen zu benutzen. Ich gehe vorzüglich. Wobei, ich glaube, die Größe dafür hatte er, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, ein Gehilfe ist wie ein Freund, eine Freundin, der dir bei Dingen hilft. Die sind meistens kleiner und sehr emotional an deinem Erfolg beteiligt. Oh, dann, ja, das ist Le Fou. Le Fou, mein Gehilfe, das gefällt mir. Und jetzt kannst du diese Rolle für mich bei meiner Suche sein. Ich glaube, ich habe Heldenpotenzial. Ja, ich habe das ja schon oft genug bewiesen. Wie wäre es, wenn du mein Gehilfe wärst? Du hast gerade gesagt, dass ein Gehilfe kleiner als der Held ist. Und du bist viel kleiner als ich. Wow, du hast tatsächlich etwas mit Logik zusammengefügt. Gut gemacht. Beeindruckend, ich weiß. Genau wie alles an mir. Zurück zur Aufgabe. Auf was für eine Suche warst du? Meine Suche nach dem Täuschungszauberer. Hast du ihn kennengelernt? Er trägt einen Stab mit Schlangenkopf, benutzt zu viele lange Wörter, ist ein bisschen durchsichtig. Oh, du sprichst von Jafar. Ist ein bisschen durchsichtig. Ist das sein Name? Täuschungszauberer ist besser. Ich habe ihn getroffen, nachdem ich Gastonia gegründet habe. Er bat mich, etwas namens Juwel der Zeit für ihn zu finden. Natürlich arbeite ich nie umsonst. Er sagte, dass dieses Juwel der Zeit in einem Gewölbe voller Schätze versteckt sei. Und dass ich alles außer diesem Juwel haben könne. Das Juwel der Zeit ist also in diesem Gewölbe. Ja, ich wünschte, Jafar hätte mir davon erzählt. Das stimmt allerdings. Wie kommen wir in dieses Gewölbe? Es gibt nur ein Problem. Wir müssen zuerst den Schlüssel zum Gewölbe finden. Und der Schlüssel ist nirgends zu finden. Vielleicht sollten wir noch einmal überprüfen, wo du überall nachgesehen hast. Deine Schritte zurückverfolgen. Zwei Augenpaare sind besser als eins. Ich denke, ich weiß es. Wir verfolgen meine Schritte zurück. Du kannst damit anfangen, das Lager zu durchsuchen, während ich mich ausruhe. Ja, natürlich. Schön. Ich schaue mich mal um, ob ich etwas Ungewöhnliches finde. Auf Wiedersehen.
Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Das ist doch bestimmt für Rapunzel. Also was Außergewöhnliches habe ich noch nicht gefunden. Er meint jetzt auch nur hier den Teil im Lager, nehme ich mal an. Achso, das waren drei Hinweise. Okay. Farbpalette, selbstgemachten Kleber. Das war ja der, den ich vorher schon hatte. Und Kokosnussschalen. Okay. Wobei die Kokosnussschalen könnten auch mit Rapunzel zu tun haben, nicht mit Vaiana. Gaston, ich habe ein paar Sachen in deinem Lager gefunden, während du ein Nickerchen gemacht hast. Nickerchen? Nickerchen sind für Kinder. Ich hatte eine mächtige und wohlverdiente Pause. Was auch immer du sagst. Nein, Boote zum Schwimmen zu bringen, überlasse ich den Schiffszimmerleuten. Während du dich ausgeruht hast, habe ich zwar den Gewölbeschlüssel gefunden. Nicht den Gewölbeschlüssel gefunden, aber dafür diese. Ach das, die sind von mir. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe sie noch nie gesehen. Jetzt kann ich auch schon nicht mehr lesen. Die sind von, ich habe keine Ahnung, so rum. Klingt irgendwie so, als wären es deine. Was? Mach dich nicht lächerlich. Ich spiele nicht mit Handwerk. Gegenständen. Ich jage und mache andere Dinge, die viel Kraft erfordern. Stimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du was mit Handwerkskunst machst. Ja, das kann ich auch nicht. Natürlich kannst du das nicht. Wir sollten als nächstes mein Schiffswrack untersuchen. Dein, was? Schiffswrack. Vor langer Zeit habe ich mein Zuhause verlassen und bin auf der Suche nach Abenteuern zur See rausgefahren. Aber mein Schiff wurde während eines Sturms vom Kurs abgebracht und geriet in eine riesige Flutwelle. Dank meines natürlichen seemännischen Talents und meines beeindruckenden Körperbaus habe ich überlebt. Die Welle drückt mein Schiff weit ins Landesinnere, in diese seltsame Wüste. Seitdem regiere ich hier. Gut, dass ich vorbeigekommen bin, ja. Es tut mir leid, Gaston. Es muss wirklich hart sein, hier festzusitzen. Vor allen Dingen für die Leute um dich herum. Festsitzen? Ich sitze nicht fest. Ich bin der Herrscher von Gastonia. Warst du überhaupt nicht einsam? Nun, ich. Schau her, Gameplayerin. Dieses ganze Gerede über Gefühle ist Zeitverschwendung. Wir müssen meine Suche fortsetzen. Mein Schiffswrack liegt in der Ödnis, aber ich komme nicht durch diese verflixten Zeitrisse. Die Ödnis habe ich doch freigemacht, oder nicht? Sie tauchten plötzlich auf und stellten sich mir in den Weg. Ich kann mit den Zeitrissen umgehen. Überlass das mir. Ich muss nur noch mehr Nebel für meine Sanduhr besorgen. Gut, kümmere dich darum und wir treffen uns dort, wenn du den Weg frei machst. Du gehst schon? Wie seltsam. Schalte den Zugang zur Ödnis frei. Hab ich den denn nicht? Ach so, das ist hier. Ich hab jetzt gedacht, das wäre dieses eine Schiff. Hier ist das, glaube ich. Was da oben so drauf liegt. Das ist gar nicht sein Schiff. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Weg hier nehmen, den wir eben schon gesehen haben. Dann schaue ich mal eben... Ja, bleib einfach überall hängen, kein Thema. Dann schaue ich mal eben, ob wir hier schon genug haben. Moment, da war es nicht. Oh, jetzt steht der natürlich auch noch im Weg hier. So, 4000. Ah, sehr schön. Und das ist auch die Ödnis hier. Ja, dann mache ich das doch. Wunderbar. Oh, oh, hallo. Hallo, hallo. Ja, kanalisiere, das kennen wir alles. Wenn du das tust, kannst du einen anderen Bereich der funkelnden Dünen erkunden. Die Ödnis. Ja, mach das. Großartig, Gameplayerin. Du kannst jetzt die Ödnis besuchen. Eine Wüste, die von einer glühenden Sonne geblendet wird. Du solltest vielleicht einen Hut mitnehmen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ne? Warum hast du es dann nicht selber gemacht? Aber gut.
Wir gucken uns noch kurz die Gegend hier an. Oh, wir haben ja auch direkt schon wieder einen neuen Baum, den ich noch umsetzen kann. Sehr schön. Ich habe auch einiges, was ich... Oh, der mich jetzt erschreckt. Zwei Bäume. Ich habe noch einiges, was ich hier auch umsetzen kann. Ach, das Ding hier ist sein Schiff. Okay. Da können wir theoretisch auch noch rein. Ja, komm, das lesen wir jetzt noch kurz. Nee, das ist gar nicht zum Lesen. Das ist... Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Bild oder Lesen? Ah, aber unglaubliche Muskeln verschwinden. Ich muss ein paar Hanteln machen. Vielleicht aus diesen Kokosnüssen? Ich lese das jetzt immer so vor, wie er es geschrieben hat. ja, wunderbar. Ich wollte noch mal kurz gucken. Das ist anscheinend ein Stand, den er dann hier aufbaut. Oh, hier ist aber auch noch was. Das nehmen wir noch kurz mit. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das wirklich vorlesen möchte. Schreiben ist seltsam. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Gaston braucht keine Bücher. Trotzdem ist es schön, meine Gedanken aus dem Kopf zu bekommen. Ich kann das gar nicht so vorlesen, ehrlich gesagt. Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Ja, also, wir müssen uns ja eigentlich jetzt mit Gaston weiter unterhalten. Aber da das Ganze leider so lange geworden ist und ich mache das wirklich nur sehr, sehr ungern, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut zwischendurch, weil wie gesagt, ich habe nicht die Zeit, jetzt viel mehr als eine halbe Stunde aufzunehmen. Ich habe jetzt schon etwas über eine halbe Stunde aufgenommen und ja, bin gleich noch verabredet. Deswegen tut es mir leid, aber wir müssen leider den Rest dann in der nächsten Folge gucken. Ich mache hier noch gleich offline nochmal eben ein bisschen was sauber sozusagen. Also ich mache hier diese Sanddinger schon mal weg, damit ich da wieder ein bisschen was Neues sammeln kann. Ich gehe nie mehr in meinen Turm zurück. Ja, brauchst du auch nicht. Aber es wäre auch schön, wenn du mich nie mehr unterbrechen würdest, wenn ich mich gerade am Verabschieden bin. Ja, ich mache hier jetzt gleich offline nochmal eben was sauber für eine Minute und dann muss ich leider auch schon direkt wieder raus. Ich bin heute ein bisschen zeitlich gestresst, es tut mir wirklich leid. Aber es geht leider nicht anders. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, was wir hier noch machen können. Was wir mit dem Schiffswrack machen können, ob wir da hinten in das Haus rein können, wobei der Stand, glaube ich, ja schon betreten. Und was wir mit dem Stand machen können. Ich denke mal, aber vielleicht auch in einer anderen Folge, weiß ich nicht, dass wir dann da auch nochmal eine Quest kriegen, um den dann, um den dann richtig aufzubauen. Der verkauft, glaube ich, Fleisch. Ich habe gesehen, für irgendein Rezept brauche ich Fleisch. Das könnte eventuell sein, dass wir das dann hier bekommen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht sehen wir schon in der nächsten Folge, vielleicht auch etwas danach. Aber wir kommen auf jeden Fall unserer Hauptstory etwas weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.